Liebe Freunde, willkommen zurück. Hier am Ende der letzten Folge ist es hier zu einer Zufallsbegegnung gekommen, beziehungsweise wird es jetzt kommen. Ah, da ist ein Karren und... Ah, der skelettierte Händler. Mal schauen. Zeigt mir eure Waren. Preis in absteigender Reihenfolge. Ah. Ah, ich denke mal, da werden wir jetzt wieder nichts kaufen. Oder? Ich glaube nicht. Enger Helm. 2 auf Rettungswürfe gegen Schaltzauber. Stab, donnernde Trommeln. Ah, okay, damit kann man Schallschaden verüben. Alle Kreaturen innerhalb eines 15-Fuß-Kegels. Zauberstufe 7 ist natürlich schon mal stark. 16 Ladungen. Ah. Kolossaler Schatten, ein Turmschild. Handschuhe der Geschicklichkeit. Aber Boni desselben Typs sind nicht kumulativ. Ah. Ansonsten wäre schon eine interessante Geschichte hier gewesen. Ja gut, sind spannende Geschichten dabei, aber wir kaufen ja jetzt trotzdem nichts. Ja. Ramsch verkaufen, aber kein Smaragd. Okay. Ja, das verkaufe ich alles mal ein anderes Mal. Ja. Wir sind ja noch deutlich leicht beladen. Wir brechen wieder auf. Lichtung der Wildnis, da wollten wir hin. Jawohl. Ist doch nur Regen, gehen wir weiter. What manner of country is this? Where is the lavish dining, the festivals? Ein Stufe 5 Wolf. Okay, Schutz vor Gift. Und dann legen wir direkt los. A fatal mistake. I'll try to make this swift. Ah, also deutlich überlegen, da können wir kurz einen Prozess machen. Wolf aus Schleichers Rudel. Aha, wer ist Schleicher? Vielleicht geht's da noch weiter in eine Höhle. Die haben keine Chance gegen uns. Auf in die Höhle. Ein Wolf aus Schleichers Rudel. Wer ist Schleicher? Enemy near.
Schleichers Wolfs Welpe. Mehrere Welpen. Aber noch nichts zu sehen von Schleicher selbst. Oh, wir werden von hinten angegriffen. Einmal heilen. Eine nicht identifiziert, eine Sense plus 1. 600 Gold wert. Blutstein, Wolfsfell. Aber jetzt haben wir Schleich haben wir noch nicht gesehen. Vielleicht gibt's da ja, oder vielleicht ist Schleicher auf der Jagd. Also, das sieht vollständig erkundet aus. Oder kommen wir da oben noch lang? Nee. Ich denke mal, das war's dann. Na gut. Das können wir hier noch beanspruchen. Mit Ho plus 1. Können wir jetzt... Ja, Moment. Das machen wir einmal so. Wir kaufen BP ein. Von mir aus 51. Da war auch noch eine Geschichte gewesen mit Jod. Ne, mit dem Geschichtenerzähler. Und der ist noch 8 Tage beschäftigt. Okay. So. Einmal hier lang. Ja, wir rasten bei Horscheid. Erstmal zum Thronsaal. Wir schauen einmal gemeinsam nochmal hier rein und Händlerbesuche, Gruppenzusammenstellung und sowas, das mache ich dann einmal off-cam. Lynchus Tetz. Ein wütender Mob versucht ein junges Asima-Mädchen aufzuhängen. Auch wenn es keine echten Beweise dafür gibt, sind sich die Bauern sicher, dass das Mädchen Flüche wirkt und Kinder raubt. Octavia. Oh je, dann brauchen wir auf jeden Fall einen Krisenpunkt. 70%. Okay. Gut. Wir gehen noch einmal gemeinsam zum Geschichtenerzähler. Da gibt es da irgendwas Neues.
Ah, haben wir. Haben wir irgendetwas zusammen? Alte Rosshandmünze 200 Gold. Eldarische Kriegererkennungsmarke 300. Okay. Zum nächsten Mal. Okay, dann bereite ich dir soweit alles vor und dann geht's gleich weiter. So, da sind wir wieder. Wir sind beim Händler Haashof. Und da haben wir ja noch eine Quest. Den Wachen wurde gesagt, dass ein Halbelf namens Charel euch ausgeraubt haben soll. Ist das wahr? Haashof schüttelt überrascht den Kopf. Charel, ausgeraubt? Unmöglich. Er ist ein großartiger junger Mann und ein fähiger Schneider. Wir haben vereinbart, dass ich ihm Geld leihe, damit er einen Laden eröffnen kann zu sehr moderaten Zinsen. Aber er hat mir keine einzige Münze gestohlen. Ich verbürge mich für ihn. Augenblick. Haashof zieht ein Blatt Papier hervor und ritzelt einen kurzen Brief, den er mit seiner geschwungenen Unterschrift signiert und dir dann überreicht. Bestätigung für Charels Unschuld. Okay. Leb wohl. Und es wurde nichts questmäßig protokolliert. Na gut. So, ich habe auf jeden Fall auch den Smaragd gefunden. Und für 2000 Gold eingekauft. Und wir haben jetzt wieder Knock Knock dabei. Jawohl. Ja, war interessant auf jeden Fall, das Intermezzo mit Amiri, aber wieder zurück zu Knock Knock. So, Aufstellung anpassen. Der kommt auf Position 3. Okay. So, also. Ja gut, einmal zurück. Dann Unschuld beweisen. Jawohl. Ich bin unschuldig. Das alles ist ein Irrtum. Ich habe niemandem etwas gestohlen. Recht schaffen Ruhe. Tassuf hat mir bestätigt, dass der Halbelf unschuldig ist. Sämtliche Anschuldigungen, er hätte etwas gestohlen, sind falsch. So ist das also. Bitte entschuldigt, euer Gnaden. Aber man kann nie vorsichtig genug sein. Also gut, dann lassen wir dich mal frei, mein Freund. Aber sei auf der Hut. Bei Feinden wie deinen solltest du immer schön die Augen offen halten. Die Augen des Halbelfs sind von Hoffnung erfüllt und seine Stimme zittert vor Ehrfurcht. Ihr habt es wirklich getan. Für mich, ich habe noch nie jemand derart Ehrenhaften getroffen. Mein Name ist Charel, euer Gnaden. Es ist mir eine Freude, euch kennenzulernen. Wenn ich mich irgendwie erkenntlich zeigen kann... Oh, wartet. Habt ihr Bedarf an einem guten Schneider? Glaubt mir, ich kann mit Nadel und Faden wahre Wunder bewirken. Es ist nur... Der Halbelf fällt inne. Ich kann mir keine eigene Werkstatt leisten, wenn ich nur irgendwo arbeiten könnte. Am besten hier draußen. Nach allem, was geschehen ist, möchte ich nicht mehr in die Hauptstadt zurückkehren. Charel reibt sich sein blaues Auge. Falls ihr hochwertige Kleidung benötigt, bitte ich euch, mir zu einer Werkstatt zu verhelfen. Es wird sich für euch lohnen. Mögen euch die Götter beschützen. Bestätigung der Unschuld. Und neue Quest, irgendwas mit einer Werkstatt. Ihr lasst eine Werkstatt für mich bauen.
Ja, gut. Schauen wir mal, was sich da machen lässt. Eine Werkstatt. Wir haben gerade mal 44 pp. Charels Nähladen. 30 pp. Plus 1 auf Wirtschaft, wenn an eine Taverne oder ein Langhaus angrenzend. Da ist ein Langhaus. Zehn Tage braucht das. Mal schauen, wir betreten die Stadt nochmal. Ja, vielleicht reicht es ja schon, dass wir die Werkstatt im Bau gesetzt haben. Oh, ihr seid es. Lasst mich euch bitte für die Werkstatt danken. Das Haus ist wunderschön, die Nachbarn sind reizend und alle sind so nett und freundlich. Außerdem versinke ich in Aufträgen. Wenn ich mir vorstelle, ich könnte aufgrund falscher Anschuldigungen noch immer im Gefängnis verrotten. Ein halbelfischer Handwerker, ein Schneider, den du getroffen hast, als er von den Wachen festgehalten wurde. Er behauptete, verleumdet worden zu sein. Das stimmte ja auch. Ich wüsste gerne mehr über euch. Der junge Charel wirkt verlegen. Er streicht sich durch die Haare und versucht, seine geröteten Wangen zu verbergen. Was möchtet ihr denn wissen? Wo kommt ihr her? Ich komme aus Erages, einer kleinen Fischersiedlung in Hyunin. An diesen Ort verbannen die Elfen meinesgleichen. Es ist ein Exil für Halbelfen. Mein Vater ist ein Fischer und Schmuggler. Er gibt sogar zu, dass er ein Schmuggler ist. Okay. Du redest mit deinem Baron. So gar kein Respekt. Er diente als Steuermann auf einem andoranischen Kriegsschiff, bis er meine Mutter traf und sich niederließ. Sie ist eine Netzflechterin. Glaub mir, ein Fischernetz zu flechten ist eine Kunst. Und meine Mutter ist schlichtweg die Beste darin. Sie hat mich gelehrt, Knoten zu binden und Muster zu weben. Wie seid ihr Schneider geworden? Ich fing damit an, als ich auf die Akademie von Eragas kam. Ich hatte nicht viel mit Archäologie am Hut. Aber die Möglichkeiten in Eragas sind äußerst begrenzt. Man geht entweder auf die Akademie oder wird Fischer. Zu dieser Zeit habe ich erkannt, dass alte elfische Verzierungen jeden Gegenstand verschönern können. Ich erkannte, dass derartige Muster alles, was ich nähte, veredelten und äußerst beliebt machten. Nur wenige Monate später trug bereits die Hälfte meiner Schüler meine Westen und Umhänge. Ich hatte endlich meine Leidenschaft gefunden. Doch dann verließ ich Eragas, um nach besseren Möglichkeiten zu suchen. Er rötet ständig. Ich? Oh, ja, das ist wahr. Charel wird purpurrot und lacht. Bitte verzeiht mir, euer Gnaden. Ich bin es nicht gewohnt, mit dem Herrscher der Baronie höchst selbst zu sprechen. Bevor ich euch traf, dachte ich immer, Herrscher würden sich nie mit einfachen Leuten unterhalten. Aber ihr seid anders. Lasst uns später darüber reden. Ich muss gehen. Der Halbelf legt die Hand auf sein Herz. Ich freue mich immer, euch zu sehen. Ah, okay. Ich vermute mal, er wird dann irgendwann mal im Thronsaal erscheinen und sonst irgendwas überreichen. Irgendeinen magischen Umhang. Ah, sonst bin ich enttäuscht. So. Ja, weiter geht's. Also allerspätestens wird es ja hier mit wann war's? Walter Flucht Teil 3 dann weitergehen. 110 Tage. Also das, was Größeres passiert. Und wir können ja jetzt noch mit dem Ork reden, mit dem Schmied. Und wir haben auch den Smaragd, also können ruhig hier rüber. Aber in großen Schritten. Ein Tag, 5 Stunden. Suchen wir unsere Außenposten. Time to get some rest, isn't it?
Verteidiger des Landes. Für alle. Krass. Okay, ruht euch aus. Wir können ja auch mal etwas kochen, dass wir länger reisen können. Was fehlt eigentlich für Galdragur? Butter. Ah, also wenn wir die Möglichkeit haben, Butter einzukaufen, sollten wir das machen. Ja, okay, dann herzhaftes Essen. Oh, Moment. Knock, knock. Ah, ich habe eine Sache vergessen. Ah, ich komme gerade nicht aufs Inventar. Okay, Ruhepause beginnen. Die Trickser-Anschuhe, müssen wir mal schauen. Ob Jubilos die dann an Knock Knock übergibt. Jub Jub und seine großen Worte. Zu lang, zu schwer und waschen. Nichts für mich. Stamm sagt, Seife tödlich. Okay. Der schinkt wohl ein bisschen. Ich habe jetzt gerade Jubilos Dialog ein bisschen überquetscht. Aber kann sich ja selber zusammenreimen, was Jubilos gesagt hat. Also irgendwas mit Schinken und da sollte sich doch mal waschen. So. Hier. Die Trickshandschuhe. Machen wir es einmal so. Und dann schauen wir bei Tricks. Wer da jetzt den höheren Wert hat. Knock Knock hat den höheren Wert. 22. Und... ja, der hat dann noch nichts Besonderes, was das noch weiter verbessert. Also kriegt er die Handschuhe. Hat dann Trick 27, das ist natürlich extrem cool. Ja. Okay. Weiter geht's. Also in der einen Siedlung ist die Schmiedin und in der anderen Siedlung ist der Schmied. Ja. Habe ich mir so, zumindest so gemerkt. Hey. Mal schauen, vielleicht irre ich mich da auch. Doch, da ist schon mal der Ork, okay. Wow, sind wir so dran vorbeigelaufen. Sehr gut. Ich habe hier das Metall, das ihr braucht. Ausgezeichnet, ich habe jetzt genug Material, aber der schwere Teil kommt noch. Ich brauche Blut. Das Blut eines Feindes. Der Erschaffer dieses Hammers hatte ihn im Blut seines Erzfeindes gehärtet. Wodurch er mit unglaublicher Macht und Raserei erfüllt wurde. Wenn ihr wollt, dass ich ihn neu schmiede, wird er eine weitere derartige Härtung benötigen. Ich bin alt, die meisten meiner Feinde sind tot. Nur eine von ihnen atmet noch, die Hexe, die meine Familie getötet hat. Oh, wie gerne würde ich den Hammer in ihrem Blut härten. Ich habe es nie geschafft, sie zu besiegen. Aber ich weiß, sie wurde in einem abgelegenen Vorposten im Wald gesehen. Sie hat eine unverwechselbare Entstellung. Ihr fehlen zwei Finger und sie sieht aus wie ein Teufel. Wenn ihr das Miststück erschlagen habt, nehmt etwas von ihrem Blut mit und bringt es mir. Im Austausch erhaltet ihr von mir den neu geschmiedeten Hammer. Ich habe niemanden, dem ich ihn hinterlassen könnte. Wenn ihr meine Familie rächt, werdet ihr dadurch zu einem Mitglied meines Clans. Wo finde ich nochmal das Blut, das ihr braucht? Draußen im Wald soll es einen abgelegenen Vorposten geben. Die Jägerin, die dort lebt, gewährt Reisen und Obdach. Ich habe gehört, dass sich dort im Moment ein bewaffnetes Mädchen aufhält, dem zwei Finger fehlen. Das ist sie. Wir unterhalten uns später. Macht euch an die Arbeit. Alles klar. Boah, das ist so eine Hexe töten. Okay.
Draußen im Wald. Ich fand das eigentlich ganz cool. Aha, okay, doch ein bisschen weiter entfernt. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall hier den Smaragd abliefern, sonst verkaufe ich den wieder und So. Jawohl, da ist sie. Aha, das Mädchen sieht dich voller Ungeduld an. Was ist jetzt mit meiner Bitte? Hier ist euer Smaragd. Ihm reißt die Augen auf, sieht sich einer diese Farbe an. Und die Größe, ein ausgezeichneter Stein. Endlich kann ich meine Idee in die Tat umsetzen. Wundervoll, ich bin bereit, hier zu bleiben und für euer Gnaden zu arbeiten. Ich brauche nur einen Ort, an dem ich wohnen und meine Arbeit nachgehen kann. Sämtliche erforderlichen Werkzeuge habe ich mitgebracht. Ich brauche also nur 4 Wände und ein Dach. Und einen Lohn natürlich. Ich muss ja auch essen, aber es wird sich für euch auszahlen. Okay, also wirst du uns dann irgendwann mal besuchen im Thronsaal? Von wem habt ihr die Goldschmiedekunst erlernt? Mein Vater ist ein erfolgreicher Uhrmacher. Die reichsten Familien in Brevoy zählen zu seinen Kunden. Als ich alt genug war, um von ihm zu lernen, entschied er, meine Ausbildung von einfach zu kompliziert aufzubauen, mit dem Äußeren zu beginnen und später mit der Mechanik fortzufahren. Ich lernte, eine Goldkette herzustellen, ein vollkommen glattes Gold zu gießen, Ätzungen, Verzierungen und Edelsteinbesatz anzubringen und verlor dabei jegliches Interesse an Federn und Zahnrädern. Wie habt ihr gelernt, magische Gegenstände herzustellen? Mein Vater bestand darauf, als ihm bewusst wurde, dass ich mich nicht mit Mechaniken befassen würde. Er meinte, ich bräuchte wenigstens eine praktische Fähigkeit und verschaffte mir eine Lehrlingsstelle bei einem seiner alten Kunden, einem mürrischen alten Professor der Transmutation. Ich habe deshalb zwar lange geschmollt, aber heute bin ich ihm dankbar. Dieses Wissen hat sich tatsächlich als überaus nützlich erwiesen. Ich verstehe. Können wir vielleicht über etwas anderes reden? Mir ist anscheinend wieder einmal im Anblick der Berge versunken. Oh ja, natürlich. Über was denn? Warum habt ihr euch entschieden, aus Restorf hierher zu kommen? Ich habe es nicht entschieden. Mir ist lediglich bewusst geworden, dass mein Haar vor Langeweile grau werden wird, wenn ich noch einen weiteren Tag im Stamm von Restorf verbringe. Ich habe es meinem Vater erklärt, meine Sachen gepackt, mich auf den Weg gemacht, über die Hügel und in weite Ferne. Hier habe ich hauptsächlich wegen der Landschaft Halt gemacht. Die Hügel von Levenis sind das Schönste, was ich je gesehen habe. Ich wünschte, ich könnte die Krallenspitze besteigen, aber ich finde einfach nie die Zeit dafür. Und wenn ich doch mal einen freien Tag habe, ist immer schlechtes Wetter. Fällt es einer Meisterhandwerkerin aus der Hauptstadt nicht schwer, sich an das Leben auf dem Land zu gewöhnen? Mim rümpft die Nase. Ihr meint an die frische Luft und sauberes Wasser? Daran, jeden Tag einfache, bequeme Kleidung zu tragen und sich nicht um die eigene Aufmachung zu scheren? Natürlich nicht bei jedem Schritt auf stinkende Pferdehaufen und ekelhafte Lachen achten zu müssen? Oh ja, das Leben hier draußen ist wirklich hart. Habt ihr denn auch genug Kunden? Danke der Nachfrage, aber allein eure Bestellungen sind mir schon genug. Ich bin eine Künstlerin, keine Handwerkerin. Ich verspüre nicht den geringsten Wunsch an geschmacklosen Schmuckstücken für die Frauen von Händlern und betagten Lüstlingen zu arbeiten. Abgesehen davon könnten sie sich meine besten Schöpfungen ohnehin nicht leisten. Ich verstehe. Können wir vielleicht über etwas anderes reden? Ich muss gehen. Okay, dann wirst du uns wahrscheinlich im Thronsaal irgendwann besuchen. Wunderbar. Ach so, wir schauen mal, ob es hier Butter gibt. Beim hiesigen Händler. Butter, 5-mal. Jawohl, zack. Okay.
Ja, dann werden wir jetzt noch zur Hexe reisen. Mal schauen, wenn auf dem Weg nichts Außergewöhnliches passiert. Dann wird das unsere nächste große Aufgabe. Eine Hexe zu töten und ihr etwas Blut zu entnehmen. Zufallsbegegnung. Okay, schauen wir uns das an. Und das sind Wölfe, wilder Wok. Elras bleibt da. Oh, von hinten kommt nichts. Okay. Kurzer Prozess. Weiter geht's. Hehe, unser Hund 68 Schaden. Ah, schon mal cool. Der kann richtig zuschlagen oder zubeißen, besser gesagt. Moment. Oh. Eine Blume im Sumpf, bei der Hütte der Sumpfhexe. Ah, okay. Also das, ja, dadurch geht das Spiel praktisch nochmal sicher, dass wir hier zu dem Gebiet auf jeden Fall gekommen wären. Okay. Ja, vielleicht hat sich an dem Gebiet ja auch noch was getan. Also bei der Hütte der Sumpfhexe waren wir ja. Wir haben ja selbst die Sumpfhexe auch besiegt. Da haben wir mit einem Stein gegen ein Fenster geworfen. Und dann kamen sie raus und war gar nicht so erfreut. Okay, abgeschiedene Hütte. Dann werden wir jetzt noch einmal rasten und dann haben wir alles vorbereitet fürs nächste Mal. Ist halt die Frage. Gleich jetzt, dass wir das nächste Mal länger reisen können. Nein, wir nehmen ruhig herzhaftes Essen. Plus eins auf alle Rettungswürfe. Nicht überheblich werden. Warum seht ihr mir beim Nähen zu? Ihr näht, wie ihr kämpft. Mit fester Hand. Ein gerader Saum. Ich sehe euch gerne dabei zu. Wir schauen uns jetzt auch noch das Königreich an. Ja. Ich möchte nächste Folge damit beginnen, gegen diese Hexe vorzugehen. So, dann haben wir hier die Fuchsjagd. Und der Geschichtenerzähler hat noch 2 Tage was zu tun. Okay. Ein Problem. Die Fuchsjagd. Ein gerissener Gauner namens Fuchs raubt Kutschen und stiehlt Küsse von den Frauen reicher Herren. Es muss etwas getan werden. Es reden jeden Tag mehr Leute anerkennend über seine Taten. Ekon plus 9. Unser Marschall. Mit einem Krisenpunkt 75%. Plus 3 auf Stabilität bei Erfolg oder Triumph. Okay. Los geht's. Und dann gehen wir beim nächsten Mal hier gegen die Hexe vor. Macht's gut, Leute. Bye, bye.